Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Alweb. So, dann muss ich jetzt zur Chamber of Oracles. Ich vermute mal, das Einfachste ist, wenn ich hier ein Warp nehme. Und halt. Wo ist der Homepoint? Da ist er. So, travel to another Homepoint und dann ist es die Volvo-Region. Nee, das ist nicht. Ocean-Lol auch nicht. Kusos müsste sein. Quicksand Caves und dann, ich glaube, Homepoint 1. Yes, please. Hier durchgehen. Und ich bin in der Chamber of Oracles, genau da, wo ich hin wollte. Ja, sehr schön. Zum Glück nicht nochmal der ganze Weg durch die Quicksand Caves. So. Shimmering Circle. Master, I've come after all. No contract, no work order, nor even the mightiest magic can stop a Moogle in love. My dear Koopy! Yikes, Koopo? Is someone out there, Koopo? Kupiruru, my darling. Are you hurt, Kupo? If these hoods have laid so much as a finger on you, why, I swear I'll... Oh, my dear Mugi, fancy meeting you here. Why the worried face? Is something the matter, Kupo? Is something the matter? Why, I've come to rescue you from these sordid scoundrels, Koopo. Rescue? Whatever are you talking about? Why, I was just playing dress up with my new friends here. Do you like the cute costume they picked out for me, Koopo? The what? Oh ho! Looky who here! Guess you no coward after all. Not smart either, though. Har har. You sign contract? Hand over now and we do the easy way. I haven't an ounce of intention of signing that ridiculous thing, Koopo. Koopiruru, the master and I will be heading back to our cozy mock house right now. Thank you very much. Eh? Huh? You're really not so bright, are you? Fine. You no want to do easy way, we do it fun way. Boss, have feeling you try this funny business, so he bring little friend. Maybe you know Nana Migo? She come to play with you today.
teach you a good lesson about paying rent on time, ha ha ha. Ah, oh, don't look at me with those little kitty eyes, kitty cat eyes. I mean, what gill-loving cat burglar in her right mind could turn down such a lucrative offer? So no hard feelings, okay? I'll make this quick and painless for you. Okay, and roar, a cat burglar bares her fangs. So. Bedeutet, ich muss mal wieder nach langer Zeit Trust einsetzen. Wurde mal Zeit, dass man hier auch mal kämpfen muss in dem Szenario. Okay, also los. So. Ich weiß, dass man nur Nanamigo killen muss, aber die hat wohl relativ gutes HP-Regen drauf. Also machen wir erstmal die anderen nieder. So, next please. Gehst du auf Tänzen, du gehst schön auf mich. Ach, die anderen wollen schon an so einen anderen Mikro. Na, jetzt bin ich auf den Goblin. Okay. Jetzt aber, komm schon, nach einem Mikro. Noch zwei weitere Pets kommen und vielleicht kommt es noch. Nur nach Namigo killen. No! Okay. Verdammt. Was hat mich jetzt da gekillt? Mist, jetzt darf ich den ganzen Scheiß mit dem mit den Key-Items nochmal machen. Okay, jetzt schaue ich aber trotzdem mal. Was hat mich gekillt? Okay, Bopa Gresco, krass. Wow. Das ist einmal viel.
Okay. Aber ich hätte nicht von Nanamigo ablassen dürfen. Das war mein Fehler. Der Anfang ist einfach. Und dann habe ich... Ja, ich hätte auch mit Nanamigo weiter machen müssen. Die hätte ich noch gekriegt, aber das war meine Pause im Kampf. Okay. Dann mache ich... So. Ich habe jetzt die ganze Vorarbeit nochmal gemacht und stehe jetzt hier wieder in der Chamber of Oracles. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Ich werde mich jetzt beim zweiten Versuch komplett auf Nanamigo beschränken, in der Hoffnung, dass sie schneller down geht als die anderen. Irgendwas antun können. Okay, also Trust bitte. Okay, probieren wir's. So, gleich mal Nanamigo. Und dann... So, schauen wir mal, was passiert. Die Goblins gehen auf mich. Ich kann meine Fähigkeit Perfect Dodge einsetzen. Können die mich angreifen, gerade so viel sie wollen? Anderen ist das nicht hier. Oh, irgendwer ist tot. Mein Tank ist tot. Okay. Das schaffen wir doch noch hoffentlich. Ja. Puh. Okay, geschafft. War knapp, aber geschafft. So. Ziehen bitte. Yeah, you are stronger than I look. Grr. Now look what you've done. I've gone broken a nail. At this rate, I'll have to squander my whole paycheck on a new manicure. Let's just call it a draw, shall we? Sorry, boys. I'm out of here. You tell your boss that the cat burglar gave him his money's worth.
and that I'd be happy to do business with him again. For the right price, of course. You come back here. We had a deal. Listen, punks. Look like you got lucky today. But this ain't over, not by long shot. The boss ain't gonna be happy about this. And when the boss ain't happy, ain't no one happy. You can bet on that. Ta-ta, boys! Stay in touch, Kupo! Well, I would seem our job here is done, Kupo. To my side, Kupo Bipo. To my side, Kupiruru. Let's take our leave of this den of degenerates. Do we have to? And here I was having so much fun, Kupo! Okay, das war's dann auch bereits für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.